Hey Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von LST Log. Die, die in letzter Zeit öfter zugeguckt haben, die wissen ja, ich habe mir Mega Drive und Mega CD und Sega 32X immer geholt von eBay. Ja, da, 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 da. Soweit, so gut. Und wir können uns erinnern, da waren auch immer Controller dabei. Aber leider waren die ein bisschen faulty. Das heißt, einige Buttons funktionieren da nicht. Man könnte sagen, es sind nur Controller. Scheiß drauf, wir haben Ersatz, werfen sie auf den Müll. Aber das wäre wirklich sehr, sehr schade. Die Dinger sind genauso wertvoll wie ein kleiner Mega Drive. Und außerdem sind sie nicht ganz billig. Wäre also schade, die einfach auf den Müll zu werfen oder irgendwo verstauben zu lassen. Deswegen möchte ich heute einfach mal den Versuch wagen, durch bloße Reinigung die Controller wieder zum Laufen zu bringen. Vielleicht haben wir ja Glück. Die zwei unterschiedlichen Controller haben verschiedene Probleme. Der hier auf der linken Seite zum Beispiel hat einen nicht mehr funktionierenden A-Button und einen nicht mehr funktionierenden B-Button. Der ist einfach daran zu erkennen, dass er hier dieses kaputte Sega-Logo hat. Merkt ihr euch schon mal. Und der rechte hier, der ist eigentlich noch so halbwegs intakt. Das Einzige, was bei dem nicht so ganz funktioniert, ist der C-Button und auch der B-Button. Also theoretisch funktionieren sie noch beide, bloß manchmal registriert er nicht den Anschlag. Also ich nehme an, die sind wirklich einfach nur dreckig. Vielleicht kriegen wir die sauber. Und bevor wir die jetzt auseinanderwurschteln, werden wir sie nochmal live am Mega Drive ausprobieren, nur dass ich es euch zeigen kann. Also hier seht ihr unseren Controller 1, wahrscheinlich unscharf, aber ich glaube, wir können das Wichtigste erkennen. Also Button A funktioniert nicht, Button B funktioniert auch nicht. Und mit Button C springt Sonic. Also der erste Controller hier hat Probleme mit A und B. Start funktioniert, dann können wir Pause machen und auch die Richtungstasten funktionieren alle gut. Wie gesagt, A und B müssen wir uns da mal genauer angucken. Controller Nummer 2 funktioniert A, funktioniert B so ein bisschen verzögert und so manchmal. Und Button C, ihr seht, ich drücke ein paar Mal, da passiert gerade gar nichts. Nur wenn ich ihn an einer ganz bestimmten Stelle drücke, dann funktioniert auch der C-Button hier. Mehr auf der linken Seite geht gar nichts. Also das sind die zwei Controller, mit denen wir jetzt arbeiten werden. So, vor uns jetzt unser Controller A. Ihr könnt euch an die Eindellung hier im Sega-Logo erinnern. Das heißt, Button A und Button B ging nicht. Und wir werden jetzt einfach mal aufschrauben. Aber Disclaimer, ich bin absoluter Anfänger und Nichtskönner, was sowas angeht. In der Tat mache ich das heute zum allerersten Mal. Und was wir machen müssen, ist auf jeden Fall erstmal den Controller umdrehen. Und ihr seht, dass hier 6 Schrauben sind, 6 Kreuzschrauben. Und die müssen wir natürlich erstmal aufmachen. Und dazu hole ich mein hochwertiges Schrauberset von Woolworth. Ja, lacht nur, egal. Aber ihr werdet sehen, ich werde obsiegen. Und lass mich mal gucken. Ja, ich glaube, der 2,4 mm könnte funktionieren. Ich probiere das mal. Ja, und da haben wir auch schon das erste Problem. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Die Schraube hier ist nämlich verrostet. Also keine Ahnung, ob ich die hier mit dem Billigschrauber hier rauskriege. Aber ich probiere es weiter. Weißt du was? Die Größe passt zwar nicht, aber mit dem großen Schrauber, habe ich festgestellt, geht das viel einfacher. Also diese Woolworth-Dinger sind absoluter Schrott. Hätte ich mir sparen können, hätte ich mir heute nicht für sagenumwogene 1,25 Euro kaufen müssen. Okay, da haben wir sie, alle 6 Schrauben. Wir haben sie alle rausbekommen. Trotz des Rostes, und dann werden wir die mal kurz zur Seite tun und dann können wir den Controller öffnen. Vorher kann ich es euch vielleicht nochmal zeigen. Also hier sieht man vielleicht, der Schraubenkopf ist total verrostet. Also zum Glück haben wir das Ding noch aufbekommen. So, das ist jetzt unser Controller und der müsste jetzt ganz einfach aufgehen, nämlich so. Und dann fliegt uns schon die ganze Scheiße, Buttons, Board etc. entgegen. Und ich hoffe, die Schrauben sind das Einzige, das rostig ist an dem Controller. Dort oben können wir jetzt auf jeden Fall erstmal hier das Kabel rausnehmen. Und dann haben wir die Platine hier. Die können wir auch aus dem Gehäuse rausnehmen. Und dann haben wir hier die Controller-Platine. Und ja, ich glaube, der hat auch schon mal bessere Tage erlebt. Also sieht so ein bisschen verkrustet aus. Aber nicht total schlimm. Also ich glaube, da können wir definitiv noch was retten. Wir werden es wieder mit Alkohol reinigen etc. Also wir pulen dann hier auch mal dieses Kreuz raus, dieses Digi-Kreuz. Ich weiß zwar noch nicht genau wie, aber das kriegen wir schon. Das gucke ich mir dann einfach mal an. Ansonsten haben wir hier die ganzen Buttons rumfliegen. Also das ist der andere Teil vom Gehäuse, die Rückseite. Und hier haben wir die einzelnen Button. Also hier zum Beispiel die A, B und C Button. Hier ist der Start-Button auch ordentlich schmutzig.
Und hier dann noch die vier Gummikontakte für die Buttons, für den A, B und C und für den Startbutton. Glaube ich, habe jetzt beim Auseinanderfallen gar nicht geguckt, wo die hingehören. Aber das kriegen wir schon. Also hier das Digi-Kreuz kann man ganz einfach aufschrauben, habe ich gesehen. Moment. Und dann kann man es hier so rausnehmen. Ihr seht, Löcher zum Schrauben. Und unten haben wir dann hier nochmal so ein Gummiteil. Das müssen wir auf jeden Fall alles ordentlich sauber machen. Und dann bringen wir da hoffentlich wieder Leben in die Bude. Also wir haben gesagt, der A- und B-Button gehen, also müssen wir uns genau diese beiden Kontakte mal angucken. Und wenn ich ganz genau hingucke, sehe ich auch so ein bisschen Corrosion, also so ein bisschen Rost hier auf dem A-Button. Und der B-Button sieht auch nicht top aus. Dagegen sieht der C-Button ein bisschen besser aus. Und ja, ist ja ganz klar, was wir als erstes machen werden, nämlich unseren guten alten Freund Alkohol auspacken. Also hier mal wieder der gute 99,9%ige und wir nehmen auch hier wieder unsere Wattestäbchen. Ich tue das hier jetzt gleich mal ein bisschen Alkohol tunken. Recht üppig, gar nicht sparen. Und dann geht's los mit dem Platinenwichsen. Ich mache auch gleich mal die Kontakte hier zuerst und guck mal, ob ich da was runterbekomme. Also A-Button. Sieht eigentlich trotzdem recht sauber aus. Also ich weiß nicht, ob es wirklich bloß der Rost ist. Kann natürlich auch sein, dass die Gummiteile der Button so dreckig sind, dass der Kontakt nicht mehr richtig kommt. Aber hier, ihr seht, wenn ich es in die Kamera halte und das Ding fokussieren möchte, das ist eigentlich relativ sauber. Das hätte ich nicht gedacht. Scheißendreck. Gut, ich mache trotzdem mal weiter. Also auch die anderen Buttons hier. Und auch den Startbutton hier oben müsste man eigentlich nicht, weil er funktioniert, aber trotzdem überall mal drüber. Hier diese Schmand, diese Kruste hier beim Digipad. Da kriegen wir einiges runter. Das sieht auch mehr gelblicher und bräunlicher aus. Und wir können auch mal hier so über den Rest drüber fahren, das macht gar nichts. Bloß halt nicht wie ein Berserker, schon ein bisschen aufpassen, aber ein bisschen sauber machen mit dem Alk, das schadet nie, das schadet den Platinen nicht, wenn man es ordentlich und sorgfältig macht. Ja, ich bin trotzdem ein bisschen besorgt über den Zustand, fokussieren bitte. Hier erkennt man es vielleicht, dass hier wirklich so ein bisschen Dreck drauf ist. Ich weiß jetzt nicht, ob es Rost ist, sieht aber wirklich so aus. Also daran konnte es liegen und das kriegen wir mit dem Alkohol scheinbar nicht weg. Aber ich schrubbe jetzt auf jeden Fall noch ein bisschen weiter off-cam. Gucken wir uns vielleicht auch mal die Rückseite mit dem Chip an. Sieht eigentlich für mich ganz okay aus. Ein paar so leichte Kratzer auf der Platine, aber die sollten eigentlich nichts machen. Und vom Sauberkeitszustand eigentlich auch okay. Aber auch da werde ich mal kurz mit dem Alk drüber schrubben. Nur einfach so, wenn wir das Ding schon mal aufmachen, können wir es ja auch sauber machen. Ja, da ist schon ein bisschen mehr Schmand drauf, aber auch das sollte eigentlich kein Problem sein. Hier im Mittelbereich etwas vorsichtiger sein, nicht wie ein wild gewordener Rubbeln. Da könnte man eventuell ein paar Pins oder sonst was kaputt machen. Also hier dann doch eher ein bisschen vorsichtiger und natürlich auch auf die Drähte, auf die Kabel hier aufpassen. Oft versagen Buttons auch, weil diese Gummiteile hier recht dreckig sind. Ich probiere es mal und guck mal, wie viel Dreck da drauf ist. Dazu nehme ich mal einen alten Trick. Ich habe hier ein weißes Papier und dann nehme ich einfach mal einen von diesen Buttons und streiche da mal übers Papier. Aber die sind eigentlich gar nicht so dreckig. Also da geht jetzt gar nichts. Naja, doch ein bisschen was. Man kann es vielleicht erkennen, also hier ist schon ein bisschen Dreck drauf. Dann rubbeln wir jetzt einfach so mal ab mit allen vier von den Dingern. Und dann werden wir sie noch ordentlich sauber machen. Also ein bisschen was geht ab. Hier nochmal die eigentlichen Plastikbuttons, also auch die sind nicht wirklich super sauber. Also auch die werden wir ordentlich sauber schrubben jetzt mal. So, und die Teile bekommen jetzt einfach ein schönes Seifenbad. Ich hoffe, ihr könnt mich noch hören. Also einfach ein bisschen Wasser, dann ein bisschen Seife rein. Und dann hier Ninne mit den ganzen kleinen Teilen. Also erstmal die Rückseite, die Gummibuttons und der ganze Rest, Digipad, Knöpfchen rein. Erstmal so ein bisschen einweichen lassen, ein paar Minuten würde ich sagen. Und dann
können wir mit unserer Zahnbürste das Schrubben anfangen, damit wir auch die ganzen Zwischenräume und die kleinen Einkerbungen erwischen und das alles schön sauber kommt von Staub, von Dreck, von Hauptpartikeln, von dem ganzen Schmand, der sich da über die Jahre angesammelt hat, vielleicht auch ein bisschen Rost von den Schrauben. Also ruhig ordentlich mal drüber mit dem Teil. Die gehen nicht so schnell kaputt. Und natürlich auch die Rückseite hier. Und natürlich das mit den ganzen Kleinteilen auch. Gerade da setzt sich immer der Dreck fest hier, auch in diesem Digipad. Also da ruhig mal ordentlich drin rumschrubbern. Und natürlich auch nicht die Gummiteile vergessen. Besonders die ordentlich sauber machen. Das ist wichtig, dass die hier echt sauber sind, weil die ja letztendlich den Kontakt machen. Und dann kommen so nach und nach die ganzen Kleinteile, bis wir dann letztendlich fertig sind. Ich zeige jetzt natürlich nicht jedes einzelne, sonst sitzen wir noch 3 Stunden hier da. Also ich melde mich dann zurück, wenn ich alle mal rundum geschrubbert habe. Nachdem es auch das erste Mal für mich ist, weiß ich jetzt nicht, ob die Seife so eine Auswirkung auf den Schriftzug da hat. Von daher bin ich da jetzt ein bisschen vorsichtiger, auch mit dem Schrubben. Ich tauche jetzt mal kurz ein und mache auf jeden Fall schon mal die Rückseite. Und dann schauen wir später mal, ob das mit der Vorderseite geht, ob wir da vielleicht nichts runterruppeln oder so. Also ich werde ziemlich vorsichtig sein, wenn wir dann zum Sega-Schriftzug und so kommen, dass da nichts abgerubbelt wird. Vielleicht lassen wir die Stellen dann auch einfach mal ein bisschen aus. Okay, scheint alles in Ordnung zu sein. Da passiert anscheinend nichts. Auch mal schön die Zwischenräume hier. So, wenn das soweit ist, dann würde ich sagen, werfen wir die ganzen Teile nochmal ins klare Wasser und spülen den Rest von der Seife ab und dann lassen wir das Ganze noch ein bisschen trocknen. Also wie ihr seht, in dem Becken schwimmt trotzdem ein bisschen Dreck. Also wir haben was rausbekommen aus dem Controller. Der 20 Jahre alte Schmand sagt jetzt langsam Ade. Ah, Menno, ich bin der größte Vollhorst aller Zeiten. Ich dachte gerade, ich nehme auf, habe aber den Knopf nicht gedrückt. Also was ich gerade gemacht und erklärt habe, ist folgendes. Ich habe gerade die blaue Seite des Radiergummis genommen und habe ganz sanft über die Kontakte hier gerieben, weil ja hier so Flecken drauf waren, die wie Rost aussahen, und habe die runtergerieben, sowohl auf dem A als auch auf dem B-Button, wo wir ja die Probleme hatten und wo wir diese Flecken gesehen haben. Also die sind jetzt weg. Ich habe es ganz sanft gemacht, ungefähr so. Nicht übertrieben, weil sonst machen wir was anderes kaputt. Und ich hoffe, das hilft dann auch ein bisschen. So, während der erste Controller noch trocknet, habe ich den zweiten jetzt schon mal aufgeschraubt. Und auch den werden wir jetzt mal aufmachen. Diesen mal richtig rum. Also hier ist die Hinterseite, hier haben wir dann die Vorderseite mit den ganzen Buttons. Weil ich möchte mir das jetzt auch mal nochmal angucken, wie die aufgebaut sind, dass ich die später wieder richtig zusammengebaut bekomme. Also hier seht ihr schon, der ist ordentlich dreckig. Also bei dem könnte es wirklich einfach nur am Schmutz liegen, dass die C- und die B-Taste so wonky funktionieren. Manchmal ja, manchmal nein. Also hier ist wieder das Digipad. Und jetzt, ich versuche mal, das Teil hier rauszunehmen. Ein bisschen eleganter als davor. So, also hier haben wir die Platine samt dem Digipad. Einen Moment. So, also so sieht die andere Platine aus. Und hier bei dem C-Button, der teilweise nicht funktioniert, man erkennt es vielleicht so ein bisschen, der ist ordentlich verschmandet. Also bei dem glaube ich echt, dass es einfach nur am Dreck liegt. Die Platine an sich sieht ähnlich wie die andere eigentlich gut aus. Drehen wir sie nochmal schnell um. Moment, ich nehme mal kurz das Digi-Kreuz hier runter. Oh, scheiße, das ist so verkrustet, dass man es gar nicht mehr richtig aufschrauben kann. Da wird's los. Alter, ist das dreckig. Alright. Nehmen wir mal das hier runter. Schauen uns die Platine von vorne auch nochmal an. Und dann von hinten. Ja, sieht eigentlich ordentlich aus. Ich meine, gut, hier ist ein bisschen Dreck. Aber sollte jetzt die Funktionalität des Controllers nicht wirklich beeinflussen. Lass mich mal die Details ein bisschen angucken. Nee, ordentlich dreckig, aber ansonsten hier das, boah, hier ist Dreck natürlich ordentlich auf dem B
USB-Button, dass der noch funktioniert, wundert mich, aber ich glaube, das können wir retten. So liegen dann übrigens die Buttons drin, also oben drauf die Gummiteilchen und darunter die eigentlichen Buttons. Und ich glaube, die kann man auch nur mit einem Weg, also in einen Weg da rein tun, also die Assembly kriege hoffentlich dann auch ich wieder hin. Na, jemand gerade am Essen? Yum, yum, yum. Boah. In der Zwischenzeit ist unser erster Controller getrocknet, aber bevor es jetzt ans Zusammenbauen geht, würde ich trotzdem nochmal gerne die Gummiteile hier mit Alkohol wirklich genau und feinstens sauber machen, damit es dazu kein Kontaktproblem kommt. Aber das werde ich euch jetzt nicht komplett zeigen. Auch das mache ich jetzt wieder hauptsächlich offline. Also ich werde jetzt rundum von allen Seiten mal ordentlich sauber wischen mit Alkohol und auch die kleinen Dinger hier. Und dann sehen wir uns, ich würde sagen, gleich wieder. Und übrigens, wenn ihr die Dinger sauber macht, sieht das dann mal so aus. Ne? Also noch ordentlich Dreck drauf. So, jetzt kommt der blödste Teil, das wieder zusammenbauen, aber ich glaube, die Mega Drive Controller sind da ziemlich narrensicher. Also die Sachen passen auch wirklich nur in eine Position, also es soll sogar ein Depp wie ich zusammenbekommen. Ich würde sagen, wir fangen mal an mit dem Digipad hier, das mir so rum reintun. Also es geht wirklich nur ein Weg. So, dann machen wir mal die drei Buttons hier. Gucken wir mal, das ist der C-Button. Der C-Button kommt hier an das äußere Ende. Dann haben wir hier den B-Button. Könnt ihr sehen hoffentlich. Der B-Button, können wir mal gucken, dass wir hier so ein bisschen Alignment gut machen. Machen wir hier. Und dann fehlt natürlich noch der A-Button. Den hauen wir hier rein und drehe ich mal kurz um. Das sieht cool aus. Ja, jetzt ist mir natürlich das Digipad wieder rausgefallen, ich Trottel. Aber gut, ich wollte nur mal gucken, dass die Buttons hier so richtig drin sind. Also Digipad hier nochmal rein. Gut, dann können wir auch gleich den Start-Button hier nochmal reinwürgen. Der geht so rein. Ich glaube, das ist richtig. Lass mich kurz mal gucken. Ne, ich glaube, das ist verkehrt rum. Müssen wir andersrum reintun. So rum nämlich. Ja, das sieht richtig aus, so rum gehört, glaube ich, der Startbutton rein. Gut, dann kommen hier diese Rubberpads und soweit ich mich richtig erinnere, müssen die so rein, dass die schwarzen Seiten zu uns zeigen. Und auch die kann man hier, glaube ich, nur in eine Position reintun, nämlich so. Das müsste der fürs Digipad sein. Dann machen wir die Knöpfe noch, auch hier die Seite mit dem Schwarz nach oben. Oh, ich hoffe, ich fuck das jetzt nicht ab, weil das wäre echt ein Abfuck. So. Und da rein. Oh, das sieht so falsch aus. Und der Startbutton bekommt auch noch einen. So, von dem Button her dürfte es eigentlich halbwegs passen, aber ich glaube, ich habe einen Fehler hier gemacht. Das Teil muss nochmal runter. Wir müssen nämlich zuerst die Platine draufbauen wieder. Und zwar mit der Chipseite nach oben. Und ich glaube, die Löcher helfen uns ganz gut, das richtig reinzukriegen wieder. Also das ist so halbwegs nahensicher. Also dann müsste das Ding hier so drin stecken, dann sollte das richtig sein. Und wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, dann kommt das Gummiteil mit der schwarzen Seite nach unten, nämlich so hier drauf. Oh, ich habe wirklich zwei linke Hände, also ich weiß schon, warum ich einen Bürojob habe. Und da müssen wir das Teil hier wieder irgendwie draufschrauben. Es kommt hier in die goldene Mitte. Und dann schrauben wir einfach mal das Teil wieder fest, aber das ist einfacher gesagt als getan. So, ich hoffe, das sollte jetzt so sitzen. Das war echt der dämlichste Teil. Also wenn das Steuerkreuz danach nicht funktioniert, dann müssen wir rum. Warum? Weil ich zu doof dazu bin. So, jetzt müssen wir noch irgendwie die Kabel hier wieder reinkriegen, so wie sie davor waren. Schauen wir mal. Ah, klar, natürlich, so rum. Ich habe es verkehrt rumgehalten, nicht Depp. So, dann kommen die Kabel hier wieder so in die Halterung rein. Und dann kann man das Baby eigentlich schon wieder zuschrauben. Und dann hoffe ich, funktioniert die ganze Chose.
ungern schraube ich jetzt wieder diese rostigen Dinger da rein, aber ich habe jetzt weder leider einen Rostentferner noch andere Schrauben. Also wohl oder übel. Und zum Ausprobieren machen sie jetzt wieder mal rein. Alright, die letzte Schraube dort unten. Dann kommt der Moment der Wahrheit. Also fühlt sich alles korrekt an bei den drei Button, auch beim Startbutton. Und auch das Steuerkreuz scheint gut kontrollierbar zu sein. Dann würde ich sagen, machen wir gleich mal einen Härtetest mit diesem ersten Controller, wo davor der A- und der B-Button nicht ging. Und schauen, ob das jetzt funktioniert. Sonic 2 glüht schon mal vor, sehr gut. Ich habe den Controller auch schon eingesteckt. Ihr seht, das ist der Sega-Controller mit der Delle. Das heißt, das war der, wo A- und B-Button nicht funktioniert haben. So, jetzt drücke ich schon gleich mal Start. Und das scheint zu funktionieren. One-Player-Start, ja, wunderbar, funktioniert. Die Perspektive ist ein bisschen blöd, aber ihr seht es vielleicht. Also hier habe ich jetzt meinen A-Button. Sonic springt. Ich habe meinen B-Button. Sonic springt im Hintergrund. Und ich habe meinen C-Button und Sonic springt im Hintergrund. Sehr geil, A, B, C. Alle Button funktionieren wieder. Start funktioniert. Also Pause-Modus. Dann probieren wir noch das Digipad, ob das funktioniert. Sonic kann super nach links laufen, nach rechts, nach oben und nach unten gucken. Ich würde sagen, das war eine erfolgreiche Reparatur. Der kaputte Sega-Controller wieder repariert. Super geile Sache. We'll be right back.
Genau, und auch der zweite Controller ist wieder zusammengebaut. C, A, B, Start fühlen sich gut an. Aber ich glaube, das Digipad habe ich nicht so wirklich hinbekommen. Der Stift wollte einfach nicht gerade reingehen. Von daher hakt es jetzt ein bisschen extrem. Aber bevor ich das nochmal aufbaue und das Digipad richtig mache, möchte ich jetzt einfach sehen, ob die Buttons wieder gehen. Weil wenn die nicht gehen, dann kann ich mir das auch sparen mit dem Digi-Kreuz reparieren, weil dann taugt der Controller eh nichts mehr. Selbes Prozedere wie davor. Sonic 2 läuft, der Controller ist auch schon eingesteckt. Dann probiere ich gleich mal den Start-Button. Scheint zu gehen, wir sind im Spiel. Dann A, Sonic springt, wunderbar. Dann Knopf B, der hat da vorne leichte Latency. Scheint auch wieder einwandfrei zu funktionieren. Und jetzt der Härtetest. Knopf C, der davor überhaupt nicht wollte oder nur sehr, sehr sporadisch. Mitte einwandfrei. Links einwandfrei, unten einwandfrei, die rechte Seite hat davor ein bisschen gemuckt, einwandfrei. Also auch der C-Button geht wieder wunderbar. So, jetzt probiere ich mal das D-Kreuz links. Ja, siehst du, das funktioniert nicht, das habe ich davor nicht richtig reinbekommen. Aber die Button funktionieren wieder alle. Jetzt schraube ich das Teil nochmal auf und dann kriege ich auch das Digipad wieder zum Laufen, kein Problem. Und wir haben wieder zwei vollständig funktionierende Mega Drive Gamepads und die halbe Stunde Aufwand hat sich echt gelohnt. Die Dinger kosten Heidengeld und sehen schön aus. Und jetzt habe ich vier funktionierende Mega Drive Pads. Sehr geil. Danke, dass ihr wieder zugeschaut habt. Wir sehen uns dann das nächste Mal wieder bei LST Log. Peace out, Boys.